So, heute mache ich mal wieder eine Top 5. Die kam beim letzten Mal so gut an. Welches Thema mache ich denn? Forschungswins. Das wird's. Boah, da gibt's ja echt ultra viel. Ich glaube, heute muss ich mal anstatt einer Top 5 eine Top 7 machen. Aber ist ja mein Kanal, kann ich ja einfach so entscheiden. Ich rebell, ich. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von eurem Lieblingsbesserwisser. Ich habe mir heute 7 Erfindungen rausgesucht, die man eigentlich nur als absolute Forschungswins bezeichnen kann. Das sind alles Erfindungen, die ja mehr oder weniger aus Versehen gemacht wurden. Wenn ihr neu hier seid, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst mir ein Like da und schreibt mir was in die Kommentare. Besten Dank dafür. Ja, dann wollen wir auch direkt mal mit einer echt harten Erfindung anfangen. Viagra. Oh, da fällt mir ein, weiß einer von euch, wie eine Viagra von innen aussieht? Nee? Echt nicht? Also brauchst du auch schon die ganzen, ne? Es lachen noch weniger Leute als sonst. Viagra war eine versehentliche Entdeckung. Eigentlich wurde damals nämlich ein Herzmedikament gesucht. Aber als dann ja, Probanden das Mittel gar nicht mehr zurückgeben wollen, sind die Forscher ein bisschen neugierig geworden. Naja, versehentlich haben sie halt so ein potenzsteigerndes Mittel entdeckt. Weiter geht's mit Tesafilm. Tesafilm sollte ursprünglich nämlich eigentlich ein Wundpflaster werden. Aber das Zeug hat so gut geklebt, dass man beim Abziehen richtig die Haut mit abgerissen hat. Also haben die Erfinder erstmal was anderes damit gemacht. Sie haben diesen Klebestreifen nämlich erst als Reparaturset für Fahrradreifen auf den Markt gebracht. Aber das ist dann leider gefloppt. Kurze Zeit später haben sie ihn dann als Bastelstreifen und als richtigen Tesafilm auf den Markt gebracht. Und das war dann der Siegeszug des Tesafilms. Unsere nächste Erfindung ist die Mikrowelle. Ein amerikanischer Ingenieur, der eigentlich an Radaranlagen geforscht hat, hatte während seiner Arbeit einen Schokoriegel in der Tasche. Und plötzlich ist ihm aufgefallen, dass dieser Schokoriegel an seinem Bein geschmolzen ist. Dass er so richtig schnell geschmolzen ist. Dieses Phänomen hat er dann weiter untersucht und weiter geforscht. Und zack ist aus diesem eigentlichen Radaringenieur der Erfinder der Mikrowelle oder des Mikrowellenofens geworden. Die nächste Erfindung ist für heute wohl die älteste Erfindung. Und sie hätte es übrigens fast in mein Video über Erfindungen, die es schon länger gibt, als du denkst, geschafft. Das verlinke ich dir übrigens mal hier oben. Es geht nämlich um Porzellan. Und die ersten Formen von Porzellan wurden schon 1600 vor Christi in China entdeckt. In Europa musste das Zeug erst neu erfunden werden. Und wir haben auch ein bisschen länger dafür gebraucht. Erst 1709 nach Christi wurde dann das erste europäische Porzellan produziert. Auch das wurde versehentlich von Johann Friedrich Böttger. Was ist so schwierig an dem Namen? Auch das wurde versehentlich von Johann Friedrich Böttger entdeckt. Der war Alchemist und wollte ursprünglich eigentlich Gold herstellen. Hat er zwar nicht geschafft, aber daher hat Porzellan seinen Spitznamen Weißes Gold. Die nächste Erfindung ist ziemlich explosiv. Es geht nämlich um Dynamit. Alfred Nobel hat damals eigentlich auch versucht, einen stabilen Sprengstoff herzustellen. Wie er es dann letztendlich geschafft hat, ist aber purer Zufall gewesen. Damals gab es nämlich noch nicht so viele starke Sprengstoffe und die, die stark waren, waren sehr instabil. Der populärste oder der beste damals war Nitroglycerin. Und das Zeug ist saugefährlich. Also man sagt, man kann das sogar durch Anschreien zum Explodieren bringen. Ihr wisst schon, so wie so eine Opernsängerin, die so ein Glas zum Platzen bringen kann. Auf jeden Fall gab es damals jede Menge Unfälle mit Nitroglycerin in verschiedenen Fabriken und so weiter. Und das war das Problem. Aber Nobel hat die Lösung entdeckt. Und dafür den Nobelpreis gekriegt. Ja, ist klar. Beim Transport von Nitroglycerin ist nämlich ein Behälter undicht geworden und ausgelaufen.
Allerdings ist das Nitroglycerin dann in einen Behälter mit Kieselgur gelaufen. Kieselgur ist so dieses Zeug, was man so immer in den Taschen hat, wenn man neue Hosen kriegt oder so in Elektroteilen, in Computerteilen oder sowas. Ach so, meine Playlist über den Computer verlinke ich dir auch mal hier oben. Naja, und die Verbindung aus Nitroglycerin und Kieselgur ist relativ stabil und ja, das war dann auch schon das Dynamit. Unsere nächste versehentliche Erfindung ist nicht so explosiv, aber dafür trotzdem extrem wichtig für die Menschheit. Es geht nämlich um Penicillin. Penicillin ist das erste Antibiotikum. Penicillin wurde vor nur ungefähr 100 Jahren von Alexander Fleming entdeckt. Auch das war ein totaler Zufall. Fleming forschte damals an Bakterien und eine seiner Proben wurde dann mit einem Schimmelpilz verunreinigt. Dieser Schimmelpilz produzierte Penicillin und sorgte dafür, dass die Bakterien in seiner Probe abgestorben sind. Fleming forschte dann natürlich weiter an dem Thema und entdeckte so, dass Antibiotika wichtig für den Menschen sind, für die Medizin sind und so. Ja, also so Gedöns. Und das beweist übrigens, dass unsauberes Arbeiten manchmal auch sehr wichtig ist. Und zu guter Letzt müssen wir noch mal über Drogen reden. Ja, unsere letzte Erfindung ist nämlich LSD. LSD ist eine Abkürzung für Lysergsäure-Diethylamid. Dieser Stoff wurde von Albert Hofmann 1938 das erste Mal hergestellt. Damals war Hofmann auf der Suche nach einem Kreislaufstimulans, also im Grunde genommen nach einem Energydrink. Was er dann aber entdeckt hat, ist eine Nummer härter als so ein Energydrink. Am 19.04.1943 nahm Hofmann das erste Mal eine LSD-Dosis bewusst zu sich. Er hat sich ein bisschen verschätzt bei der ganzen Sache. Er wollte die geringstmögliche Dosis, die überhaupt einen Effekt hat. Also er wollte so ein bisschen angeschickert sein. Heute wissen wir, das sind ungefähr 20 Mikrogramm, die man dann zu sich nehmen muss. Der gute Mann hat 250 Mikrogramm zu sich genommen. Das ist so, als wäre ich nach 2 Flaschen Bier angeschickert, aber komm, ey, ich sauf die ganze Kiste. Das Beste an der Sache ist, Hofmann ist nach der Geschichte noch mit dem Fahrrad von der Arbeit nach Hause gefahren. Also wenn das mal kein Trip gewesen ist, dann weiß ich es auch nicht. Das soll es für heute schon gewesen sein. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, schreibt mir was in die Kommentare und kommt wieder und guckt euch meine Videos an. Wenn ihr es besser wisst als ich, dann lasst mich das auch gerne wissen. Ich lasse mich ja schließlich gerne eines Besseren belehren. Bis dann.